Hi. Servus. Da sind wir wieder. Und mysteriös gut gelaunt, trotz der Umstände. Gut. Es ist gerade Nacht. Nacht ist eine gute Zeit für Blut sammeln oder eben auch nicht. Gut, dann gehen wir halt erstmal durch, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Wir haben den ganzen langweiligen Kram gemacht, für den sich keiner interessiert, und haben endlos viele Hoarding-Quests gemacht. Yay, und Ja. jetzt müssen wir die alle abgeben. Auch der Großteil ist schon abgegeben. Bei dir. Bei Aber mir nicht. vielleicht. Ja, ich habe hier noch, wenn ich hier noch was. Ich habe hier noch ein Frühstück gelagert, was hier schon seit wahrscheinlich gut 3 Wochen in dieser ungekühlten Kiste liegt. Das ist bestimmt lecker. Das gebe ich jetzt noch schnell ab, dann habe ich das nämlich auch voll. Huch, Da. man hat's rausgehauen. Oh, eine Sch. Was denn los? Ich, heute klappt echt gar nichts, ey. Gut. Dann gehen wir erstmal die Quest durch. Ich wollte erstmal zeigen, was. Ach ja, was soll's. Nicht kommentieren, machen. Habe ich jetzt gerade eben gelernt. Ebenso. Frühstück. Wer nimmt links? Ich nehme die rechte. Okay. Links. Was ist was? Links ist Epic. Rechts auch. Okay. Mal 2 Herzen. Ach ja. Sound sollte man vielleicht mal anstellen, um ein bisschen was Immersion zu haben. ME64K Storage. Ah, okay. Normal oder Flüssigkeit? Ja, normale sogar. Und 200 Leben. 200 Leben? 100 Leben. Ehrlich? Ach so, ja, okay. Ich dachte, die wären in der Schachtel drin gewesen. Und zwar Magnum Torches. Haben wir noch Platz in irgendeiner Drive? Ach, da in der. Sind die alle schon voll? Nee, hier, ich habe nur die eine Drive gesehen. Okay. Gut, dann, was ist Frühstück? Frühstück war das einzige davon. Jo. Steep Powered Flight. Bees and So. Trees hat noch zwei. Jo. Ich bin jetzt einfach mal alle durchgegangen. Ich habe 3 Epic und 4 Crater. Okay. Ja. Dann, ich nehme immer die rechte Tasche von denen, wenn da noch zwei sind. Ja, ich habe immer die linke genommen. Gut, ja. Machen wir es halt unkoordiniert. Ja, eben. Und die sind jetzt eh nicht mehr so toll, dass man da sich wirklich Nachrichten braucht. Und vor der Holding, da hatten wir. Ach genau, wir haben jetzt die super duper Hyper Storage. Yay, und das viermal. Die 16M, ja. Juhu, nie wieder Platzprobleme. Und bei Go with the Flow haben wir auch nochmal drei. Ja, so viel. Ich will kein Limestone, also nicht Reward Bag. Ich guck grad mal, was Limestone überhaupt macht. Hat es irgendeinen Effekt oder ist es einfach nur zum Bauen? Brauchen wir noch Industrial Apiaries? Ich glaube eher weniger, ne? Nein, brauchen wir nicht. Und auch die Princess im nächsten Quest brauchst du nicht nehmen. Scooperator nehme ich auch nicht. Ich nehme die Reward Bag auch da wieder. Also Planning Chalk. Ich habe 5 Greater und 3 Epic, ja. Und 8 Herzen. Und ich habe ganz viel Essentia bekommen mal wieder. Gut, also nee, Lanzen brauchen wir wirklich nicht, das kriegen wir auch assassiv raus. Die linke Kiste, wenn überhaupt. Weil ich glaube, die rechte ist voll, ja. Wenn die auch voll ist, setz einfach noch eine weitere Eisenkiste irgendwo hier hin. Jo. Wollen Ganz wir viel Ohren. einen Scuba-Scuperator MX200 Nee. Turbo? Nee, ne? Habe ich Brauchen auch wir gerade nicht. schon erwähnt. Jo. Habt zugehört, tut mir leid, war beschäftigt damit, die Verwendungsdaten von Limestone auszufinden. Du sagst doch sonst immer, dass du so multitaskingfähig bist. Bin ich auch. Und hoch, Imprinter und Sampler. Ja, gut. Flug und was? Brewing Stand mit allen Materialien, die man so brauchen kann. Cool. Brewing Stand oder a Chemical Chemistry Set? Brewing Stand. Schade. Valiant Drown und Valiant Princess packe ich auch mal hier in die Kiste, ins Filing Cabinet einfach rein, ne? Die Maschinerie Okay. da rein? Gut. Valiant Drown geht da gar nicht rein. Ach, weil hier nur Prinzessinnen reingehen. Ich Ja. sehe gerade. Die Drohne rein.
Und nochmal 3 Frame Housings und 20 Aviary. Ein Genetic Imprinter und der ganze Kram. Kommt alles mal in die Kiste hier rein, ne? Mhm. Ja. Das ist eine Bliss, okay. ME16M Storage, geil. Ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall endlos genug. Ja, fürs Erste. Ich meine, naja. Anzahlen können sie gut speichern, aber eben Itemarten nicht so toll. So, und die 5 Greater Bags. Eine Potion Flask mit Flug nochmal. Ich weiß nicht, soll ich den Bliss bauen? Noch nicht, nein. Ich denke mal, das sollten wir uns wirklich aufheben, bis wir Dings da, Outer Spawning haben. Von iFactory. Ja, stimmt. Und noch ein Soundmuffler. Die Bliss rein und 8 volle Herzen nochmal. Oh. Oh. Sword of Splintering. Ist das nicht eins der ersten Schwerte, die wir jeweils hatten? Ja, ist es auch. Es ist halt ein Zormic Holzschwert, also mit Zormic Griff und so. Hm? Mit 3 Herzen Schaden und voll toll. Yay. Das macht 5 Schaden, das Teil. Mein momentanes Schwert macht 8 Schaden und hat noch ganz viele andere Sachen, also pfff. Und ich habe auch ganz viele Essenzen gekriegt, also mit denen kann ich endlos arbeiten, aber die bringen mir so viel. Möchte jemand ein Set Diamantrüstung haben für gratis? Nö. Meine ist auch enchanted, also. Ja, ist die hier auch. Womit? Alles mit Protection und Thorns 5. Achso, das, ja. Brauche ich gar nicht unbedingt. Ich finde meine Feather Fawning Diamant Boots eigentlich sehr gut. Okay. Weil ich habe ja hier das Hochsprung. Die Hochsprungkette, Armreif, keine Ahnung, was ich alles drin habe. Auf jeden Fall Hochsprung. Mhm. Und ganz viele Katalysatoren. Und einen Tallow Golem. Ja, das ist nice. Ich weiß gar nicht. War die Quest craften oder war die Quest abgeben? Quest abgeben. Oh, wunderbar. Aber Telegonum habe ich sogar schon. Ja, dann kannst du ja den Strohgolem da theoretisch ersetzen. Ja, den habe ich auch 2-mal. Obwohl, habe ich gar nicht. Glaube ich. Auf jeden Fall, her damit. Ja, ja. Her damit! Da. Und nochmal 8 Notes für dich. Die kommen, Erzieh mal nein. Selber. Ach, Golem. Meine Fresse, wo habe ich jetzt... Mich da reingepackt, ne? Und noch ein Tellogolem. Und ein Steadfast-Pärchen und ein Sword of Splintering. Und Lettuce Seed. Nebenbei, den anderen Golem. Ja, ja. Nein, ich will. Hier gehen die Kisten aus. Tralala. Ja, die Beutel sind wirklich nicht mehr so toll. Wo darf ich eigentlich hin? Kannst du mir den Golem jetzt noch gleich reinreichen einfach? Der liegt da schon. Ach, da hinten in der Ecke. Ja, lass ihn verrotten da in der Ecke. Ist ja nur mehr wegen magisches Fleisch. Wachs. Magisches Fleisch. Und wieder so ein Manilium Hammer Reinforced 2 habe ich auch gekriegt. Yay. Schön. Und die Epic Bags habe ich jetzt noch, die ich erforschen kann. Also rausschauen kann. Ja. 4 Blood Runes. Die ganzen scheiß Saplings. Und yay. noch mal die Reihe von Thormic Tools. Both Growth, Exotus Green, Pickles of the Core und ein Thormistatic Harness. Okay. Exotus Green und Hall of Growth hat jetzt also jeder von uns praktisch. Das ist voll toll. Ich hab keinen Platz mehr. Ich auch nicht, das kann gut, dann wäre es mit den Küpern hier hinten auch gelöst, wenn es noch nicht gelöst war. Weil ich ja Magnum Torches habe. Oh. Und ich glaube, hier hinten dürfen die auch weit genug von dem Abfahren weg sein. Und selbst wenn, die wollten wir eh abschalten. Auch da, hier ist wirklich ein Creeper. Die sind dann ist das halt überall nebenbei. Uncool. So. Ist aus. Ich glaube, fast Minecraft hat mich rausgeschmissen. Das werde ich gleich sehen. Ich sehe da noch nichts zu.
Ich sehe nur, dass irgendwelche Infernal Mobs die ganze Zeit Mismatches machen. Gut, achso, was wir sonst noch so gemacht haben. Ich glaube, den neuen Reaktor habe ich noch gar nicht gezeigt. Dein blaues Ding? Das blaue Ding. Hab ich schon drei Dinger. Und das blaue Ding ist. Die in der Gegend rumstehen und leuchten. Ja, und das blaue Ding ist das beste Ding. Das macht 19,5. Mhm. Meine ich, waren das? Ja. 19,5 was für eine Einheit? 19,5 Kilo Redstone Flux per Tick. Ach, das hat 19,5 Kilo. Ja. Im Vergleich dazu, das Rote macht nur 8,5 und das Grüne macht 13,9. Könnte Minecraft mal aufhören, mir keine Rückmeldung zu liefern und mich wenigstens, keine Ahnung, rausschmeißen oder so? Boah. Ansonsten, die Tomaten, ja, die haben wir noch nicht abgegeben, ne? Nö. Ich habe anscheinend einmal zu oft das Autosorting in der Kiste gedrückt. Dabei hat er sich aufgehangen und er ist anscheinend nicht realisiert. Okay. Da kann man aber helfen. Wie denn? Indem ein anderer da reinguckt und selber sortet. Ja, dann mach das mal. Das ist die Kiste, vor der ich stehe. Also bei mir im Sonic-Bereich die linke. So. Ist umsortiert. Was? Habe ich jetzt umsortiert? Ja, das bringt mir nichts. Mal gucken. Vielleicht fängt sich's gleich wieder, aber zweifellos irgendwie. Achso, ich habe mich mit Blood Magic noch ein bisschen was weiter auseinandergesetzt. Habe ich das Ding hier? Ja. Hat sich's gefangen? Nö. Was ist mit dir los, du sparkelst? Ja, ich habe die Kiste geklaut. Ah, okay. Ich hab's mal kurz hochgehoben mit der Dolly. Das heißt Task Manager. Ja, Markus, benutzt doch mal diesen roten, glühenden Kristall. Und guck am besten auf irgendeinen Block, wie zum Beispiel die Smeltery. Hä? Achso, ich soll da bloß. Aus der Entfernung mal rechts klicken. Oh. Oh. Blitz. Ah, das ist so ein Teleport-Ding, wa? Ja. Cool. So, jetzt behalte es mal kurz. Au. Das mir jetzt aber nicht weh, oder? Nein, nein. Das Nein war unglaubwürdig. Nein, keine Sorge, ich tue dir schon nicht weh. Also nicht mehr als sonst. Aber da steht auch drauf, dass es an dich gebunden ist. Ja, mach's nochmal. Oh. Oh. Geht nicht mehr. Geht nicht. Aber es leuchtet. Es leuchtet. Kann ich dich. Oh, huh? Ja, kannst du. Ach, das. Das Ding macht jetzt nur Schaden, oder wie? Jo. Und wenn ich das anders einstelle, macht sie doch was anderes. Mal schauen, was mache ich denn jetzt Schönes. So, ich hab keine. Oh, ich glaube, ich weiß, was das kann. Ja? Nee. Ich dachte, der spuckt jetzt Fireballs vom Gas. Okay. Aber ich habe jetzt so ein Wirbelwind-Zeichen. Warte. Ich glaube, der pustet einen weg. Dafür perfekt auf der Skyblock Map. Ja, deswegen habe ich mich hier hingestellt, damit das halbwegs sicher ist. Ja, pustet einen weg. Aber Punktlandung. Cool. Jo. So, gib nochmal her, dann kann ich es dir erklären. So. Das Ding hier ist gebunden an die beiden Blöcke. An den Altar, ja, und den Spelltable. Cool. So, auf dem Spelltable hast du die Sachen, die angeben, was für eine Form der Zauber hat. Da eben die drei Köpfe. Das Skelett ist Projektil, Wither-Skelett ist Melee.
Zombies selbst und Creeper ist Umgebung. Und dann, das ist ja cool. Und dann kannst du hier eben in den Altar die Sachen reintun, die oben drin sind. Ich mal Eis ausprobieren. Ich wollte gerade sagen, wo ist Frank? Er ist nämlich nicht auf dem Server mehr. Ja. Schade eigentlich, aber gut. Nee. So, und Eis macht... Ganz ehrlich, wer hat die ganzen Magma-Sachen in meine Essenskiste gelegt? Hä? Welche Magma-Sachen? Magma Cream, Gas, Tier, ein Fermented Spider Eye, Blaze Rod. Mhm, weg damit. Änder das sofort. Alles andere ist jetzt zweitrangig. Okay. Hättest ja eigentlich selber schnell umplatzieren können in die Chest. Mein Inventar ist leider gerade randvoll. Zwei Blocks daneben ist aber gut. So. Und was kann man damit jetzt für Zauber alles. Au. Hä? Was kann man damit jetzt alles machen? Eben die Sachen, die hier drin sind. Du kannst teleportieren, je nachdem, was du reinpackst. Das Feuer entzünden. Ich würde mit dem Creeper ein bisschen was aufpassen, weil Skyblock, ne? Ansonsten hier Skelettkopf kannst du gegen den Kramer setzen. Kannst du auch einen Eigenkristall machen. Ist einfach nur Glas da reinpacken. Also hier oben. Das ist glaube ich nicht schlecht, ja, dann mache ich mir gleich mal ein. Ein Glas habe ich dabei. Achso, ja, genau, da fällt mir gerade ein. Die Rune funktioniert effektiv nicht. Ich habe versucht, um rumzuarbeiten mit Autonomous Activator und diesen Sacrificial Knives und nö, will nicht. Hallo. Müssen wir halt händisch machen. Wir haben ja jetzt einen zentralen Platz, wo die Mobs hinkommen. Jo. Dass man dann vielleicht mit einem Knife oder so hingeht. Ich weiß nicht. Ja, ich hab's ja jetzt auch händisch gemacht, deswegen habe ich einen riesen Tank gefüllt. Händisch. Händisch. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Mobs hier unten drin sind, dass es so leicht laggt. Ist aber nur eine Theorie. Was ist nicht meine Schuld? Definitiv nicht meine Schuld. Welche Mobs dann? Ganz unten da zwischen den Runen. Ach, die paar werden es doch nicht ausmachen. Warte mal, wie viele sind das? Ja, es sind 30, 40 Stück. Also, das muss es aushalten. Ja. Okay, das heißt, ich brauche mir jetzt einen eigenen Spelltable und so Zeug selbst, oder? Du kannst auch den verwenden. Ich nehme ihn, glaube ich, fürs erste eh nicht. Ansonsten, der ist nicht teuer. Blood Rune. Ich glaube, du kannst sogar den mitverwenden, wenn du den Altar einfach woanders hinstellst. Also praktisch hier vorne hin. Oder dahinter. Nebenbei. Na, ich glaube, ich baue schon sogar was. Ja, mach du mal. Wie gibt man eigentlich Quests ab mit Hilfe von diesen Questblöcken? Da musst du das Quest markieren. Genau. Im Buch. Select Task. Genau. Dann rechts auf das QDS. Achso, okay. Mit dem Buch. Ja, ich muss erstmal hier den, dieses Quest Delivery System hier einmal rausnehmen für mich. Und dann einfach alles reinpumpen, oder wie? Mhm. Aber erst, wenn die Quest wirklich dran, also wenn der Mushroom da naja, gezeichnet klar. wird. Also dieser Anvil, der hier steht, ne? Da rennt man immer rein und bleibt stecken. Ja. Mhm. Jetzt Questbook. Nicht mehr. So, haben wir sonst irgendwelche größeren Änderungen? Ach ja, der Cobblestone ist fertig. Ach ja, stimmt, da war ja was. Kann ich jetzt eigentlich die Schematics nochmal verwenden? Nee, ne? Doch. Also ganz nebenbei, Barrel leert sich auch aus mit einem Hopper darunter, oder? Oder tut es das nicht? Ich glaube schon. Okay, dann mache ich das so. Weil ich habe jetzt keinen Bock, irgendwelche Maschinerie hier aufzubauen. Also compressed with. Hab ich ein Dolly mit? Haben wir eh zwei von. Kostet ja nix. Ich hab mir nicht viel teurer vorgestellt, aber die kostet einfach gar nichts.
Ja, es gibt noch so eine Diamond Dolly, ich glaube, dann wirst du nicht geslowt. Selbst die kostet fast nix. Ja, das Ganze geht tatsächlich so weiter. Wenn dann mal irgendwer mit der Dolly kommen könnte und das hier mal umplatzieren könnte, das wäre voll toll. Jo. Ich komm gleich. Musst kurz bloß noch deine Orb wieder zurücklegen. Ach nee, ist jetzt deine. Ich hab meine. Nee, ich meine die Apprentice Blood Orb. Achso. Die habe ich fürs Crafting gebraucht. Okay.